Zur Einleitung, es wird vielleicht eine Ausgewogenheit zwischen dem Nachdenken und dem Fühlen sein. Scham und Zorn. Ich wurde hier ursprünglich angefragt, auch zum Thema Scham was zu erzählen. Scham ist ein ganz, ganz weites Feld. Ich werde wirklich nur einige Ausschnitte dieses ganz großen Gebiets hier fokussieren, nämlich die Arbeit, die ich am besten kenne, nämlich meine eigene aus der Frauen- und Familienberatungsstelle. Frauen beraten Frauen. Ich habe Ihnen ausgeteilt die Ausbildung, das aktuelle Programm. Und wir haben in der Frauenberatung aktuell auch eine Studie gemacht, woraus ein Handbuch entstanden ist. Auch auf das werde ich mich beziehen. Das Handbuch trägt den Titel Ist das schon Gewalt? Und es wird tatsächlich eben um Gewalt gehen, um Gewalt an Frauen durch ihre Partner und Ex-Partner. So ein bisschen ein heavy Thema, aber ich hoffe, wir können es uns so produktiv wie möglich uns annähern und eben, wie es so schön gesagt wurde, Horizont erweitern und auch was Neues lernen. Beim Gefühl Scham ist ja das Thema Geschlecht nicht weit. Also eine Auffälligkeit wäre ja, dass zum Beispiel mit Scham auch das weibliche Geschlecht gemeint ist. Die Vulva wird oft als Scham bezeichnet. Im religiösen, im christlichen kennen wir alle die Erbsünde, die durch Eva sozusagen durch ihre Verführung durch die Schlange, weil sie wissen wollte, weil sie nach Erkenntnis gestrebt hat, in die Welt kam und ein Ausstoß aus dem Paradies, wo dann die Scham bedeckt wurde. Das wäre was, was ich sehr, sehr gerne weiterverfolgen würde. Da wissen Sie aber sicher mehr als ich. Ich werde mich jetzt, wie gesagt, konzentrieren auf unseren Arbeitsbereich. Dieses Handbuch kann ich übrigens sehr gerne auch zukommen lassen. Es gibt es sowohl online als auch in Papierform. Die unterschiedlichen Formen von Gewalt an Frauen sind ja tägliches Brot in unserer Beratungsstelle. Österreich ist leider im traurigen Spitzenfeld der EU mit den Femiziden, also den Morden an Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner, leider schon sehr, sehr viele Jahre lang immer im Spitzenfeld im Vergleich eben zur Relation, wie viele Einwohner und Einwohnerinnen haben wir. Das ist was sehr Erstaunliches, weil wir eigentlich sehr gute Gewaltschutzgesetze haben. Und trotzdem liegen wir damit an einer sehr traurigen hohen Stelle. Ich möchte jetzt einen kurzen Fahrplan geben. Ich möchte meinen Vortrag in fünf Teile gliedern. Eine kurze Einleitung zum Verhältnis der Mensch und das Weibliche in der Philosophie, weil ich ja ursprünglich von der Philosophie herkomme, und ein paar aktuelle gesellschaftliche Rahmenbedingungen, um das einzubetten. Als zweiten Teil die Verletzlichkeit als Bedingung des Menschlichseins, des Menschseins und Menschlichseins. Dritter Teil die symbolische Gewalt und ihre Verkörperungen. Da haben wir jetzt dann eben Geschlechternormen und wie sich diese im Körper einschreiben gehen. Und dann komme ich eben Scham und Zorn in Paarbeziehungen zu sprechen. Danach noch ein Ausblick, was könnte denn feministische psychosoziale Beratung für alle Geschlechter an emanzipatorischem Potenzial, an mehr Handlungsfreiheit, mehr Lebensmöglichkeiten bedeuten. Das heißt, die Einleitung. Der Ort des Weiblichen im philosophischen Diskurs ist ja gerade in unserer westlichen Philosophiegeschichte ein Bereich des Körpers. Also Frau und Leiblichkeit, Frau und Körper wird immer assoziiert. Leiblichkeit, Sinnlichkeit, Vergänglichkeit wurden in der westlichen Philosophietradition vom Menschen als Ganzes abgespalten und dem Weiblichen der Frau zugeordnet. Das haben wir von Platon über Aristoteles, Hegel, Kant, Fichte, sehr, sehr viele Stationen gibt es da. Simone de Beauvoir hat das so pointiert auf den Punkt gebracht, der Mensch und das andere Geschlecht. Also tatsächlich, das andere wird eben dem Weiblichen zugeschrieben. Wohlgemerkt, ich spreche schon immer von symbolischen Positionen. Natürlich gibt es auch reale Männer und reale Frauen, die ganz anders leben und behandelt werden, aber die symbolische Position ist sozusagen rational ist der Mann und körperlich, sinnlich, gefühlsmäßig ist die Frau. Darum ist es auch so wichtig, immer die Begriffe gut anzuschauen. Also oft werde ich ja gefragt, warum sprichst du immer von Feminismus, warum nicht von Humanismus? Wirklich gute Frage, weil es eigentlich ums ganze Menschsein geht. Aber Humanismus hat halt in der westlichen Geschichte eine sehr traurige Tradition auch. Vielleicht kennen Sie die Geschichte von Olympe de Gouges, eine französische Feministin, die während der französischen Aufklärung die Menschenrechte und Bürgerinnenrechte für Frauen festschreiben wollte, einfach eins zu eins zu denen der Männer. Sie hat sich gedacht, das gehört dazu. Wir sind Männer und Frauen und leben in einer Gesellschaft. Die Droits des Hommes et Citoyens, die Rechte der Männer und Bürger, hat sie eben verfasst, genau, equal, les droits des femmes et citoyennes, die Rechte der Frau und Bürgerin. Und sie wurde dafür geköpft.
Also eine noch symbolischere Tat kann man eigentlich gar nicht setzen. Das war nicht gemeint. Das heißt, man könnte sagen, dieses Subjekt, das sich als universal versteht, spaltet eben einen Teil von sich ab. Alles, was stört. Alles, was eben geschlechtlich, endlich, vergänglich, leiblich ist. Und dann schaffen wir es, in der Philosophie zumindest, diese Fiktion des souveränen, autonomen, rationalen Subjekts zu halten. Nur wenn wir das andere abspalten. Und diesem Abspaltungsprozess möchte ich jetzt entgegensetzen, dass wir ja alle in Beziehungen leben. Also diese grundlegende menschliche Beziehungsfähigkeit und Relationalität, in der wir miteinander leben. Die kann man nicht abspalten, will man die Wirklichkeit nicht ausblenden. Davor ein paar Worte zur aktuellen gesellschaftlichen Situation. Heute würde ich sagen, befinden wir uns in einer sehr widersprüchlichen Situation. Einerseits gibt es immer diesen Diskurs der Auflösung der Geschlechter. Es gibt intersexuelle Personen, die sich dafür einsetzen, dass der Geschlechtseintrag fällt. Es ist auch tatsächlich schon möglich, auch in Österreich. Es gibt transidente Personen, die das Geschlecht wechseln wollen, weil sie sich im falschen Körper fühlen. Also es ist viel in Bewegung. Gleichzeitig haben wir aber schon immer noch eine sehr, sehr traditionelle Geschlechterordnung in anderen Bereichen. Zum Beispiel im privaten Bereich der Sorgearbeit. Also wir haben immer noch, trotz einkommensabhängigem Kindergeld, 5% der Männer nur, die in Karenz gehen. Und davon wirklich nur ein allergeringster Teil, nämlich 1%, der länger als 6 Monate geht. Und entwicklungspsychologische Forschungen zeigen halt, dass erst nach ungefähr 6 Monaten mit dem Kind zu Hause sein auch diese Bindung so entsteht, dass man tatsächlich nachhaltig eben diese Sorgearbeit auch übernimmt. Also ich habe eine Freundin, die Karenzväter beforscht und leider bei den 1, 2 Monaten, die man oft im Sommer nimmt, bleibt nicht viel hängen. Ja? Da weiß der Kindesvater üblicherweise trotzdem nicht, wer die Freunde vom Kind sind, wer der Kinderarzt ist, wann die nächste Impfung ansteht, was das Kind gern isst oder nicht, weil eigentlich da ein bisschen drüber geschwindelt wurde. Und das ist einfach schade, weil man einfach die Bindung zum Kind ja auch in vieler Hinsicht natürlich sich wünscht als Vater. Das nehme ich schon an, das höre ich auch so in der Beratung. Auch, wo sehr traditionelle Geschlechterordnung ist, ist natürlich bei der Bezahlung. Also dieser Gender Pay Gap von ca. 18%, den kriegen wir einfach nicht weg, obwohl wir gute Gesetze dagegen haben. Gleicher Lohn für gleiche Arbeit, wurde schon in den 50ern thematisiert. Es ist nach wie vor noch so. Der Pension schafft es dann natürlich noch viel weiter auseinander, weil ja viele Frauen zu Hause geblieben sind und unbezahlte Sorgearbeit gemacht haben. Und hier werden die Zusammenhänge zwischen dem privaten und dem öffentlichen Bereich deutlich, zwischen dem privaten und dem politischen. Das ist so ein feministischer Satz, das Private ist politisch, das ist meiner Ansicht nach tatsächlich so. Und es werden auch die Zusammenhänge zwischen struktureller oder symbolischer Gewalt und privater Gewalt deutlich. Symbolische Gewalt ist ein Ausdruck von Pierre Bourdieu, dem französischen Soziologen. Ich komme noch ausführlicher darauf zu sprechen. Der hat sehr viel mit Körper- und Geschlechternormen gearbeitet. Jetzt möchte ich ein paar Worte zu menschlicher Berührbarkeit und Verletzlichkeit sagen. Das sind ja zwei Begriffe für ungefähr dieselbe Sache. Einer sehr positiv besetzt, berührbar bin ich, ich kann in Beziehung treten, ich lasse mich berühren, da entsteht was, da entsteht Beziehung. Und Verletzlichkeit ist die Kehrseite davon, der risikobehaftete Teil. Immer wenn ich mich aussetze und in Beziehung gehe, kann ich auch enttäuscht, verletzt, gekränkt werden. Aber trotzdem ist das eine existenzielle Bedingung des Menschseins. Wir sind alle keine Inseln, wir leben miteinander. Wir leben in Beziehungen und sind eben beides berührbar und verletzbar. Und man könnte auch sagen, wir werden wirklich wir selbst in der Auseinandersetzung mit anderen. Ich allein, Kaspar Hauser-mäßig, werde mich nicht wirklich als Mensch entwickeln. Weil Menschsein eben bedeutet eingebunden sein in ein Netz von Beziehungen, die uns ermöglichen, aber von denen wir auch abhängig sind. Darum ist auch Einsamkeit so ein riesiges Thema in der Frauenberatung. Es ist wirklich sehr, sehr quälend in allen Altersgruppen. Durch Corona natürlich nochmal verschärft. Es ist ein Riesenthema, wie wir schaffen, eben Einsamkeit zu lindern und Menschen ermutigen, aufeinander zuzugehen, auch wenn sie sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben und sich fürchten vor Kontakt, verständlicherweise. Weil diese Gebundenheit miteinander ist ja ambivalent, sind eben Chance und Risiko, Chance und Bedrohung zugleich, diese Bindungen. Wir können einander berühren und sind einander ausgesetzt und unsere Grenzen sind dadurch in gewisser Weise instabil. Durch den Verlust von Menschen, ihrer Zuwendung, durch Kränkungen, Beleidigungen, auch Begehren und Trauer sind nur möglich, weil wir offen sind auf andere Menschen.
würde ich diese Offenheit, diese Verbindung mit einem Menschen nicht haben, wäre es sozusagen egal, wenn der wegbricht. Das ist es üblicherweise aber nicht, wenn wir ein nahes Verhältnis haben. Der Ausdruck außer sich sein vor Trauer, Leidenschaft oder Zorn macht diese Ausgesetztheit deutlich. In unserer Bezogenheit auf andere sind wir eben nicht autonom, souverän und selbstbeherrscht. David Butler spricht zum Beispiel vom ekstatischen Subjekt, von einem Subjekt, das aus sich heraussteht und zu anderen hin wächst und sich auf andere hin entwickelt. Und Trauer bedeutet auch zu akzeptieren, dass wir durch den Verlust eines nahen Menschen verändert werden. Eine Art Ausgesetztheit unserer Existenz, die wir nicht kontrollieren und planen können. Auch Trauerprozesse sind ganz, ganz viel Thema in der Frauenberatung. Die können kürzer sein, die können sehr lang dauern. Unterschiedlichste Weisen helfen dabei. Ganz, ganz wichtiges Thema. Wie verändern wir uns durch Trauer? Man kann auch wachsen durch Trauer. Das ist eine unglaublich schöne Erfahrung in der Beratung, wenn das möglich ist. Aber am Anfang steht üblicherweise der Schmerz und das Zusammenbrechen des alltäglichen Weltbilds. Diese Empfänglichkeit gegenüber dem anderen setzt auch voraus, dass ich im anderen nicht immer nur ein Spiegelbild meiner selbst sehen will. Das ist leider, kommt mir vor, recht up to date, recht zeitgemäß. Mir kommt vor, dass unsere Bildkultur, die sozialen Medien da auch mitspielen. Ich möchte immer sozusagen mich spiegeln. Ich möchte eigentlich immer andere, die auch das wollen, was ich will, die auch das sagen, was ich sage, die auch das meinen, was ich meine. Das ist ein sehr verständlicher Wunsch, aber man bleibt halt eigentlich dann immer im Selben. Es gibt wenige Entwicklungen. Und wenn wir den Mut haben, uns durch andere Menschen auch befremden zu lassen, dann sozusagen in gewisser Weise kurz eine andere werden, dann entsteht was ganz, ganz Tolles. Dann gibt es eben auch Entwicklung und eine neue Identität. Das wäre so ein bisschen dialektisch gedacht. Durch diese Selbstentfremdung komme ich zu einer anderen neuen Identität, die eben auch eine andere Haltung, Sichtweise, Perspektive einbezieht. Das heißt überhaupt nicht, dass ich dem immer recht geben muss, aber in die Auseinandersetzung gehen wäre halt schön. So nicht die Aneignung oder Einverleibung des anderen, indem ich ihn gleich mache, sondern tatsächlich die Anerkennung des anderen in seiner Besonderheit und Andersartigkeit. In Anerkennung der Differenz haben wir unseren Festband genannt zu 30 Jahre Frauenberaten Frauen, weil das natürlich auch ein Riesenthema ist in unseren Frauengruppen. Wie gehen wir denn um, wenn wir völlig unterschiedliche Frauen da haben? Unterschiedliche Werte, unterschiedliche Ziele, unterschiedliche Altersgruppen, Herkunft, religiöse Überzeugung. Ganz, ganz unterschiedliche Menschen. Und wir können sagen, unsere Beziehungen begründen uns nicht nur, sie enteignen uns auch. Aber diese Prekarität ist sehr unterschiedlich verteilt, nämlich nach der gesellschaftlichen Machtposition. Eine ganz wesentliche Ungleichheitsachse bildet hier eben das Geschlecht, wo ich heute auch den Schwerpunkt habe. Beratungserfahrung zeigt was in der Forschung auch kein Geheimnis ist, sozialisationsbedingt, also durch die Erziehung, sind Frauen tendenziell mehr auf die Bedürfnisse anderer ausgerichtet, weniger auf die eigene Autonomie, weniger auf die eigene Selbstständigkeit, ich mache meinen Weg, ich setze meins durch. Das ist eine Asymmetrie, die Simone de Beauvoir recht gut auf den Punkt bringt, finde ich, mit dem Zitat, der Mann denkt sich ohne die Frau, sie denkt sich nicht ohne den Mann. Man kann beides positiv sehen. Das ist geradlinig. Für mich kann ich positiv sehen, genauso kann ich aber natürlich die Bezogenheit positiv sehen. Das Ungleichgewicht, wenn immer nur einer von beiden was tut, das ist das Problem. Und in Hinsicht auf das Geschlechterverhältnis könnten wir somit fragen, wie könnte denn eine Ethik auf Basis der Verletzlichkeit beider Geschlechter aussehen? Beide als abhängig, bedürftig und endlich. Das wäre, denke ich, ein gutes Ziel, um miteinander in Beziehung zu treten. Und Judith Butler schlägt das auch vor in der Kritik der ethischen Gewalt, wie sie eines ihrer frühen Bücher nennt, nämlich das Bewusstsein der eigenen Verletzlichkeit als Basis für eine Ethik der Verantwortung. Bewusstsein meiner Verletzlichkeit kann potenziell mich solidarisch mit anderen fühlen lassen. Eine Verantwortung auch für andere. Zitat Judith Butler, eine neue Ethik könnte bedeuten, dass man sich diesem Ausgesetztsein vor dem anderen nicht verschließt, sondern stattdessen eben diese Unerträglichkeit des Ausgesetztseins als Zeichen einer geteilten Verletzlichkeit, einer gemeinsamen Körperlichkeit, eines geteilten Risikos begreift.
Vielleicht liegt unsere Chance, menschlich zu werden, gerade in der Art und Weise, wie wir auf Verletzungen reagieren. Zitat Judith Butler Eng. Das heißt, unsere Verantwortung gegenüber anderen Menschen ergibt sich für Butler eben aus diesem Leben in Beziehungen, seiner Abhängigkeit und seinem Potenzial für Bindungserfahrungen. Wir haben Verantwortung füreinander, weil wir existenziell notwendig miteinander verbunden sind. Nochmal Judith Butler, sie fragt, bin ich ohne diese Welt der anderen überhaupt denkbar? Kann es nicht sein, dass das Ich sich mit der Übernahme von Verantwortung zumindest in Teilen als Wir erweist? Also auch da Zusammenhang von Ich und Wir. Jetzt möchte ich mehr auf die Männer eingehen, und zwar geschlechtsspezifische Konnotationen von Verletzungsmächtigkeit und Verletzungsoffenheit sind zwei wichtige Begriffe in der Forschung. Verletzungsmächtigkeit, ich kann verletzen, ich habe das Potenzial zu verletzen. Verletzungsoffenheit, ich bin eben potenziell verletzbar. Der englische Journalist Jack Irwin hat 2014 einen ganz einflussreichen Artikel veröffentlicht mit dem Titel A Stiff Upper Lip is Killing British Men. Talk about what's on your mind and it could end up saving your life. Also übersetzt, Stiff Upper Lip ist ja so ein britischer Ausdruck, tötet englische Männer. Sprich darüber, was dir durch den Kopf geht und das könnte dein Leben retten. Und Jack Irwin erzählt in diesem Artikel die Geschichte seines Vaters, der ihm, als er 9 Jahre alt war, auf die Frage vom kleinen Jack, wie geht's dir denn, Papa, meint hat, besser, und ins Badezimmer gegangen ist und dort an einem Herzinfarkt gestorben ist. Ein unglaublich dramatisches Erlebnis für den Jack. Und es hat sich herausgestellt, dass Jacks Vater schon viele Herzinfarkte hatte, aber nie geklagt hatte, nie zu einem Arzt gegangen ist. Und das war eben der letzte, der tatsächlich dann zum Tod geführt hat. Und Jack Irwin nennt diese Verhaltensweise eben nicht, um Hilfe zu suchen, nicht Beschwerden zu äußern, nicht zum Arzt zu gehen. Toxic Masculinity. Das ist, glaube ich, ein recht bekannter Begriff, weil es ein bisschen schwierig, finde ich. Übersetzt heißt es ja dann giftige Maskulinität. Aber vielleicht nehmen wir einmal her den Begriff, um was damit zu machen. Also das Nichtsprechen über die Gefühle, das buchstäblich krank macht und tötet. Bei diesem Konzept zielt die männliche Sozialisation auf Härte, Unverwundbarkeit, Unempfindlichkeit gegenüber Schmerzen und instrumentellen Körpereinsatz. Der Körper hat zu funktionieren. Aus diesem Männlichkeitsbild ergibt sich ein Tabu, Hilfe zu suchen. Das wäre Schwäche und soll in diesem Männlichkeitsbild eben nicht stattfinden. Man soll immer alles im Griff haben, kennt keinen Schmerz, beißt die Zähne zusammen und macht die Dinge mit sich selbst aus. Männer gehen erfahrungsgemäß auch seltener und später zum Arzt, leben oft risikoreicher beim Sport, beim Autofahren, Alkoholkonsum, Ernährung und sterben auch früher als Frauen. Und logischerweise zerstört dieses giftige Bild von Männlichkeit nicht nur Männer selbst, sondern auch, schadet es auch ihrer Umgebung, Kindern, Partnerinnen, der ganzen Umgebung. Der Umkehrschluss würde bedeuten, es geht für alle Menschen, Männer wie Frauen, um ein Ertragen der eigenen Bedürftigkeit und Verletzlichkeit und ein Aushalten dieser Unkontrollierbarkeit der Menschlichkeit von anderen Menschen und Situationen. Und die Herausforderung für männlich sozialisierte Personen oder Männer besteht darum, diese Verletzlichkeit tatsächlich anzuerkennen, sie zu akzeptieren, zum Ausdruck zu bringen, anstatt sie gewaltvoll abzuwehren, in sich oder gegen andere. Und bei Gewalt in Paarbeziehungen, wie wir es halt täglich in der Frauenberatung sehen, geht es für Männer sehr häufig um das Nicht-Ertragen der Tatsache, dass die Partnerin ein eigenständiger Mensch ist, unabhängig von mir, kein Teil von mir. Wir sind nicht symbiotisch miteinander verbunden. Es ist ein eigener Mensch mit eigenen Bedürfnissen, die vielleicht meinen entgegenstehen, eigenen Vorstellungen, eigenem Willen, der eben verschieden von meinem sein kann. Und das stellt klarerweise diese Macht über die Person, die Kontrolle, in Frage. Sie ist nicht mein Besitz, sie ist nicht zu meiner Ergänzung oder Vervollständigung da. Viele Aussagen von Männern nach der Ermordung ihrer Partnerin oder Ex-Partnerin sind genau dieses Thema. Sie nennen die eigene Eifersucht als einen Grund und sie sagen Sätze wie, wenn ich sie nicht haben kann, dann darf sie auch kein anderer haben. Gerade das neue Buch von der Yvonne Wiedler, Heimat bist du toter Töchter, mir besorgt, ich habe es vorher aus der Bücherei gelesen, da ist das leider in sehr, sehr vielen Zitaten tatsächlich eben festgehalten. Diese Haltung, wenn ich sie nicht haben kann, darf sie auch kein anderer haben, im Extremfall wird dann getötet.
Und es geht eben um diese Haltung. Es darf keine Verletzlichkeit, keine Bedürftigkeit in mir als Mann geben. Ich muss alles und alle unter Kontrolle haben. Ganz besonders die eigene Frau. Und die darf sich dann nicht von mir trennen. Es ist auch erstaunlich, wie selten diese Täter Reue äußern. Man würde ja doch meinen, das sei zumindest als Strategie dann wichtig, aber interessanterweise sehr, sehr viele nicht, sondern versuchen es immer zu rechtfertigen, die Tat. Ich konnte nicht anders. Die Gefühle haben mich überwältigt. Ich war rasend vereifersucht. Und Tatsache ist, was auch in diesem Buch sehr gut recherchiert ist, praktisch alle Morde an Frauen durch ihre Partner oder Ex-Partner waren geplant. Das kann man ja nachvollziehen, wenn es zum Beispiel vorher schon Drohungen gab, die schriftlich oder mündlich geäußert würden, wenn es Wegweisungen, Anzeigen gab, wenn es eine einstweilige Verfügung gab. So. Auch trauern zu lernen, die eigene Kränkung eben nicht in Gewalt auszuagieren, das ist eine wichtige Aufgabe in der Männerberatung. Das bestätigen die Kollegen der Männerberatung. Trauern lernen. Genau, dieses Phantasma dieser eben sehr eigenwilligen Konstruktion von Männlichkeit, von Härte, Unverletzlichkeit, hat ja auch sehr, sehr negative Konsequenzen für Männer, die nicht in diesem Modell leben wollen. Also immer wieder erzählen mir Frauen, mein Mann würde auch gerne in Karenz gehen, aber zum Beispiel, er arbeitet am Bau und er würde fürchterlich beschämt von seinen Kollegen. Man muss es gut anschauen, weil es ist nicht immer so, es ist manchmal auch eine Ausrede. Aber in vielen Bereichen, glaube ich, ist es schon noch so, dass unmännliches Verhalten, traditionell nicht männliches Verhalten, eben beschämt wird. Teilzeit zu arbeiten ist, glaube ich, in manchen Bereichen, das macht ja ein Mann nicht. Ja? Und warum denn bitte nicht? Männer sind genauso Väter wie Frauen Mütter sind und eine zum Beispiel 30-Stunden-Woche für alle wäre ja vielleicht ideal. Wir können dieses Fazit mal ziehen. Aufgrund der geschlechtsspezifischen Sozialisation und Bewertung ergeben sich für unsere Beratung unterschiedliche Notwendigkeiten. Bei Frauen geht es oft darum, auch negativ konnotierte Gefühle wie Wut und Zorn zuzulassen und für die eigene Selbstbehauptung oder auch den eigenen Schutz zu nutzen. Insgesamt also die eigene Handlungsfähigkeit zu stärken. Bei Männern in der Beratung geht es häufig darum, einen anderen Umgang mit der eigenen Verletzlichkeit und Trauer zu entwickeln, als die aggressive Abkehr, was man vorher gerade, Abwehr, Entschuldigung, was man vorher gerade gehabt hat. Ich komme später eben anhand von Scham und Zorn nochmal ganz konkret darauf zurück. Verletzungsoffenheit, der andere Begriff zu Verletzungsmächtigkeit, Verletzungsoffenheit wird von Mädchen und Frauen oft als leibliche Realität erfahren. Zugespitzt formuliert diese Konstruktion von leiblicher Verletzungsoffenheit, dass das alles so gefährlich wäre für Mädchen und Frauen, dieses Leben, wirkt schon bedrohlich als Möglichkeit. Also wir alle kennen als Mädchen, vielleicht auch als Frauen, diese Sätze, geh nicht allein raus, wenn es finster ist, wenn es in komische Stadtviertel, nicht in den Park und so weiter. Das ist natürlich in gewisser Weise ein Mythos, weil die Wahrscheinlichkeit, dass Frauen Gewalt erleben, ist natürlich am allerhöchsten in den eigenen vier Wänden, in der eigenen Beziehung. Das ist statistisch so weit auseinander. Der böse Mann im Park, der dann oft noch Rassismus kommt dann auch hinein, als der Fremde tituliert wird, der ist, den gibt es natürlich, ja, aber das ist die Ausnahme. Das ist statistisch gesehen die absolute Ausnahme. Das andere ist ziemlich alltäglich. Und aufgrund dieser Mädchen zugeschriebenen höheren Verletzlichkeit werden diese auch zu einem ganz anderen Umgang mit ihrem eigenen Körper erzogen. Sei nicht zu wild, sei nicht zu laut, sitz besser wie ein Mädchen, sei ein bisschen niedlich, nett anzusehen, Mädchen schreien nicht, Mädchen raufen nicht. Oft gibt es diese Aussagen, sei vorsichtig. Vielleicht auch, mach dich nicht schmutzig. Ne? Aber genau diese Vorsicht, die schützen will, ist auch eine sehr beschränkende Komponente, klarerweise. Also wenn das Mädchen die Botschaft, das, was du möchtest, ist gefährlich mitbekommt, entwickelt es natürlich Ängstlichkeit und hemmt seine Bewegungen. Die Iris Marion Young hat schon in den 80er Jahren den Text Throwing Like a Girl geschrieben, also wie ein Mädchen werfen, in dem sie verdeutlicht, wie unsere Sozialisation Mädchen darin bremst, wirklich schwungvoll ihren Bewegungsspielraum zu nutzen, die volle Kraft einzusetzen, um einen Ball stark und zielgerichtet zu werfen. Das kann man in jedem Turnsaal beobachten. Also Burschen sind üblicherweise gewohnt, voll auszugreifen und so richtig mit Kraft. Das haben Spaß dran, das soll ja auch so sein. Mädchen sind üblicherweise, am Anfang zumindest, wenn sie nicht trainieren, sehr, sehr zögerlich. Das hat auch mit Aggression zu tun. Aggression ist ja nicht an sich was Negatives, überhaupt nicht, sondern etwas,
ich artgliedere, ich nähere mich einem Ich. Zielgerichtet handeln heißt ja auch. Und all diese Umgangsweisen, die wir jetzt aber angeschaut haben, sind anders und neu erlernbar, wenn wir sie uns bewusst machen und sozusagen üben. Sie ist nichts Naturgegebenes. Frauen werden in unserer Kultur nie nur als Subjekte, sondern immer auch als Objekte wahrgenommen. Das werden Männer klarerweise auch, vielleicht haben sie mal Sartre gelesen, aber auf andere Weise. Sexualisierte Weise passiert üblicherweise bei Frauenkörpern. Das Blickregime ist eines, das Frauenkörper eher als sexualisierte Körper wahrnimmt und bewertet. Das ist auch kein Wunder, weil ja Frauenkörper als wahre Dauerpräsenz sind in den Medien, soziale Medien, in der Werbung, in der riesigen Pornografieindustrie. Das heißt eben, Frauen erfahren sich selbst immer wieder auch als die angeblickten Objekte. Mein Körper als das Ding, das beurteilt wird. Dessen Weiblichkeit, Attraktivität, du bist nicht weiblich genug, ist übrigens auch eine sehr, sehr häufige Entwertung, die die Frauen hören und in der Frauenberatung äußern. Du bist nicht weiblich genug. Was soll denn das heißen? Ne? Welche Maßstäbe werden da angesetzt? Die Birgit Krondorfer nennt das auch den Fürsorgekörper, dass Frauen, wenn sie normkonform sich verhalten, eigentlich einen Fürsorgekörper haben sollten für die anderen. Und im Extremfall bei frühem Missbrauch oder anderer Form von Gewalt kann der Körper überhaupt nicht mehr in selbst integriert werden. Da wird er dann erlebt als Ding, das nicht mir gehört, das andere tatsächlich benutzen können. Das wird dann auch als normal erlebt, wenn andere den Körper benutzen. Gibt es eine Abspaltung, die wirklich auch tatsächlich bewusstseinsverändernd wirken kann. Also sich selbstverletzende Klientinnen haben häufig wenig Bewusstsein darüber, über die Szenen, wo sie Gewalt oder Missbrauch erfahren haben. Das ist ein Schutz. Ein notwendiger Schutz, damit sie auch nicht verrückt werden. Und der verinnerlichte Blick des anderen, der in unserer Kultur männlich konnotiert ist, begleitet Frauen und Mädchen permanent. Auch das berichten die Frauen. Also manche sagen ja, selbst wenn ich allein bin und vor dem Spiegel stehe, habe ich das Gefühl, ja, wer wird mich wie beurteilen und bewerten? Also ich mache mich schön für mich selbst, ist ein bisschen eine Illusion. Das geht auch wirklich schwer, weil natürlich kulturelle Schönheitsnormen und Weiblichkeits- und Männlichkeitsnormen wirken, selbst wenn ich mit mir allein bin. Und was auch wirklich erschreckend ist, nach wie vor, obwohl jetzt der Essstörungsdiskurs schon viele Jahrzehnte dauert, dass es für die Klientinnen, die ich hier täglich sehe, fast normal ist, dauernd sowas wie Diät zu halten. Ja? Dauernd irgendwelche Kalorien zu zählen, dauernd sich was nicht zu gönnen, dauernd einzuteilen in erlaubte und verbotene Nahrungsmittel, gute und böse. Also das ist auch etwas, was man einfach irgendwie nochmal ändern müssen, weil gesprochen wird sehr viel darüber, geschrieben wird sehr viel darüber, das scheint allein noch nicht zu reichen. Diese permanente Selbstbearbeitung, Selbstoptimierung ist auch ein großes Thema bei den Frauen. Ich glaube, Sie haben vielleicht auch diese Diskussion über dieses sogenannte Manspreading mitverfolgt, dass eben Männer üblicherweise in öffentlichen Räumen auch etwas breiter sitzen, mehr Raum einnehmen. Das ist natürlich auch etwas, was Frauen auch deswegen nicht tun, weil es ja mehr zur Sexualisierung einladen würde. Also um an den Anfang zurückzukommen, wenn weibliches Geschlecht als Scham tituliert wird, setze ich mich nicht so her und lade sozusagen auch Blicke und Objektifizierung ein. Das ist dann eher, ich halte mich ein bisschen zusammen und ja. Keep myself in place. Diese Konstruktion, Frauen wären symbolisch die schwach, schutzbedürftig, verletzungsoffen und männliche wären potenziell handlungsmächtig oder gefährlich, ist natürlich immer sehr, sehr hinderlich einer gleichberechtigten Beziehung gegenüber. Wenn das einfach von Gesellschaft und Kultur mitkommt, ist es wirklich sehr schwer, auf Augenhöhe Beziehungen zu führen. Also will ich damit sagen, diese Konstruktion schadet beiden Geschlechtern. Und diese Sache mit dem Beschützer, das ist ja immer wieder, gibt es mal so traditionelle Weiblichkeits-Hypes. Jetzt gibt es die Traditional Wife-Hashtag in Instagram, ja auch sehr jungen Frauen, die sich dann den Beschützer wünschen, dass man weiß schon, woher es kommt, aber es ist, wie gesagt, sehr paradox, weil tatsächlich eben, ich komme jetzt zu einem kurzen empirischen Exkurs, die Wahrscheinlichkeit, Gewalt zu erleben, natürlich in der eigenen Beziehung am höchsten ist.
Männer erleben klarerweise auch Filmgewalt, aber sehr viel mehr im öffentlichen Raum als Frauen. Und sie sind besonders als Jugendliche und junge Männer gefährdet, Opfer von körperlichen Übergriffen durch andere Männer zu werden. Das ist leider sehr, sehr häufig. Gewalt gegen Frauen ist dagegen überwiegend im eigenen Wohnbereich, durch männliche Beziehungspartner. Und egal, welche Studie Sie anschauen, es ist üblich, mindestens jede fünfte Frau erfährt mindestens einmal in ihrem Leben Gewalt durch ihren Partner oder Ex-Partner. Körperliche oder sexualisierte Gewalt. Die psychische lässt sich sehr, sehr schwer natürlich in Studien fassen. Es gibt auch Studien, die das höher ansetzen. Die letzte EU-Studie, EU-Abteilung für Grundrechte, stellte sogar fest, eine von drei Frauen über 14 hat mindestens einmal körperliche sexualisierte Gewalt erlebt. Es ist natürlich immer, wie ich die Fragen auch stelle und wen ich dazu befrage, wer bereit ist zu erzählen. Wichtig ist, Gewalt ist nichts, was einfach passiert. Es ist immer auch ein Mittel, um etwas zu erreichen. Ein Mittel, das zu einem bestimmten Zweck eingesetzt wird. Üblicherweise, um Macht und Kontrolle über Menschen zu erlangen. Und Gewalt gegen Beziehungspartnerinnen ist natürlich auch kein Thema von Randgruppen ausschließlich, falls dieser Mythos noch irgendwo landen sollte, sondern ist ein Problem aller Gruppen. Also wir haben genauso die Gattinnen von Rechtsanwälten und Ärzten wie die Gattinnen von, ich sage jetzt sehr platt und klischeehaft, von arbeitslosen Alkoholikern. Das zieht sich durch. Das ist, in allen gesellschaftlichen Gruppen gibt es diese Gewalt innerhalb der Beziehung. Weil es mir ein großes Anliegen ist, möchte ich jetzt noch ein paar Worte zum Mythos Neutralität oder Wertfreiheit beim Thema Gewalt sagen. Also ich sage es wirklich sehr klar und deutlich aus der Erfahrung mit den Frauen, die von Gewalt betroffen sind. Bei Gewalt gibt es keine Neutralität. Jeder scheinbar neutraler Standpunkt fördert die Aggression ausübende Person und schwächt die Aggression erleidende Person. Es ist eine Fortsetzung dieser Gewalt. Wir können es auch Mittäterschaft nennen. Es ist vielleicht auch gut erklärbar durch den Erste-Hilfe-Grundsatz. Ich bin verpflichtet, Erste-Hilfe zu leisten, wenn ich sehe, dass jemand verletzt wird. Da gibt es keine Neutralität im Sinn von, ich halte mich da raus und bin nicht beteiligt. Man ist immer beteiligt, wenn man es erlebt. Das heißt, es braucht wirklich eine klare Positionierung gegen Gewalt, eine explizit parteiliche Haltung für die gewalterleidende Person. Auch in der Psychotherapie zum Beispiel, auch bei Institutionen, also auf jeder gesellschaftlichen und politischen Ebene. Es ist leider häufig, dass Frauen erzählen, sie waren jahrelang in Psychotherapie, aber das Thema Gewalt wurde nie als solches benannt. Das ist ziemlich schlimm. Ich habe gestern einen Vortrag gehabt mit Psychotherapeutinnen, die das tatsächlich nicht in ihrer Ausbildung als Thema haben. Gewalt, kein Thema. Was unmöglich ist, weil natürlich wird ein großer, großer Anteil der Menschen, die in Psychotherapie gehen, Gewalterfahrungen haben. Ganz klar. Und nochmal zur Beratung oder auch zur Psychotherapie. Meiner Ansicht nach ist gute Beratung niemals wertneutral, sondern beruht immer auf sehr klaren Werten, nämlich eben einerseits Gewaltfreiheit, andererseits auch Autonomie und Selbstbestimmung. Habe ich diese Werte nicht im Hintergrund, brauche ich meiner Ansicht nach keine Beratung machen, weil dann ist es sozusagen gleichgültig, wie diese Personen leben, ob sie einander Gewalt antun oder einander kontrollieren und Macht ausüben. Und wir sprechen darum von sogenannter feministischer Parteilichkeit, im Sinn von klares Position ergreifen für die Person, die Gewalt erleidet. Und gerade dieses Benennen von Gewalt ermöglicht eben den Frauen, die zu uns kommen, dass sie sich mal distanzieren von dieser Gewalt, sich nicht selbst Schuld empfinden, als Schuld empfinden und vielleicht auch einen Weg raus aus dieser Gewaltbeziehung. Muss man Zeit geben, muss man wirklich Geduld haben. Das heißt noch nicht, dass wenn mal Gewalt am Tisch ist, benannt ist, dass dann die Trennung auch möglich ist. Das macht jeder in ihrem Tempo so, wie sie das kann und will. Aber nochmal auf den Punkt gebracht, unsere Botschaft lautet dann, es gibt eben keine Rechtfertigung für Gewalt. Sie sind nicht schuld an der Gewalt, die sie erleben. Und sie haben das Recht, sich zu schützen und zu wehren. Und so einfach und selbstverständlich das klingt, es ist für die meisten, die kommen, nicht selbstverständlich. Die meisten kommen eher mit dieser Haltung, ich werde schon irgendwas falsch gemacht haben. Irgendwas ist es doch, was diese Gewalt provoziert. Dann frage ich sie, ob sie sich auch so provozieren lässt und dann auch zuschlägt. Nein, üblicherweise nicht. Sie versucht das dann anders zu lösen. Aber egal wie provoziert ich mich fühle, ich kann immer noch aus dem Zimmer gehen. Ich kann immer noch eine Runde um den Block machen. Ich kann immer noch was anderes tun, als zuzuschlagen.
Und leider muss man sagen, auch in der aktuellen großen Studie über Familienberatungsstellen ist gerade kein Thema. Das hat mich sehr verwundert. Es ist im Gegenteil sogar von wertneutraler Haltung die Rede. Das kann man eben nur, wenn man Gewalt ausspart. Und von einer Pseudo-Objektivität. Aber Objektivität ist ja üblicherweise auch ein Standpunkt, weil ich bin ja nicht neutral außerhalb des Systems, dass ich keinen Standpunkt habe. Also scheinbare Neutralität, Objektivität heißt für mich, dass ich diese Gewalt in gewisser Weise eben gutheiße oder verleugne, aber nicht sie benenne und beenden will. Es geht, glaube ich, auch oft auch um eine Verwechslung von Macht und Gewalt. Also Macht ist ja eine wechselseitige Beziehung. Macht braucht auch die Zustimmung. Wenn ich dieser Person keine Macht gebe, dann hat sie auch keine über mich. Tja. Verkürzt gesagt. Aber Gewalt ist etwas, das eben meist einseitig funktioniert, das zum Schweigen bringt, Macht verhandelt, will überzeugen, verführt, Macht, Gewalt, bedroht, will schädigen, will den Willen brechen. Also das sind wirklich zwei qualitativ unterschiedliche Dinge, Macht und Gewalt. Es ist eben nicht ein bloßes Machtspiel, wenn einer Gewalt gegen den anderen ausübt. Ein besonders krasses Beispiel, das ich letzte Woche im Rahmen der Familiengerichtshilfe hatte, würde ich Ihnen gerne erzählen, weil es mich so schockiert hat. Da war ein Mediator im Rahmen dieser Familiengerichtshilfe zwischen einem noch Ehepaar, sie wollen sich trennen, und es geht um einen Sorgerechtsstreit. Wer darf sozusagen, wie lange die Kinder haben. Ach, wer darf, wer soll die Kinder betreuen? Ja? Aber oft geht es ja ums Recht haben. Auf jeden Fall sagt der Mediator zur Frau in der Sitzung, Zitat, wenn ihr Mann schreit, müssen Sie schon nachgeben, sonst schaden Sie Ihrem Kind. Dieser Satz ist auf so vielen Ebenen falsch, dass da kann man kaum zu Ende kommen damit, weil klarerweise ist nicht die Frau dafür verantwortlich, dass sie nachgibt, wenn der Mann schreit und dem Sohn in dem Fall das Vorbild gibt. Ah, okay, wenn Papa schreit, dann müssen alle anderen kuschen, vor allem die Mama. Also das ist eine Fortsetzung dieser psychischen Gewalt, würde ich mal sagen. Und das ist nicht sehr selten, leider. Nämlich nicht selten im Beratungs- und Mediationsbereich. Okay, jetzt sind wir schon nahe bei Scham und Zorn, was ja eigentlich das Finale werden soll. Vielleicht noch kurz zur symbolischen Gewalt, weil ich da begonnen habe. Symbolische Gewalt ist eben ein Ausdruck von Pierre Bourdieu, dem französischen Soziologen. Und er nennt sie eine sanfte Gewalt. Ihre unterdrückende Wirkung ist nicht offensichtlich, weil sie auf dieser symbolisch sinnhaften Ebene des Selbstverständlichen arbeitet. Es vermittelt über Werte und Denkweisen, die den Herrschenden genauso selbstverständlich sind wie den Beherrschten. Und die symbolische Gewalt ist für Bourdieu das Fundament der, Zitat, männlichen Herrschaft. So lautet sein Buchtitel von 1998. Also er nennt das dezidiert die männliche Herrschaft und die symbolische Gewalt. Wahrnehmungen und Bewertungen sind offensichtlich leiblich verankert, meint Pierre Bourdieu. Sie sind inkorporiert, sie sind in der Körperhaltung, im Habitus verinnerlicht. Habitus ist auch ein Ausdruck, den er verwendet. Was meint er damit? Er meint damit, wer oder was gilt denn als richtiger Mann, richtige Frau? Was gehört sich? Was darf ich oder was darf ich nicht als Frau oder als Mann? Und wir haben so früh gelernt, was sogenannt weibliches und männliches Verhalten ist, dass das eben keine bewussten Entscheidungen mehr sind, sondern wir verkörpern diese Geschlechternormen buchstäblich. Vielleicht ist noch bekannter sein Buch Die feinen Unterschiede, da macht er dasselbe Modell für Klassenunterschiede. Was gehört sich, wer traut sich wo, sprechen, Raum einnehmen. Sind viele Folgeforschungen entstanden über zum Beispiel Arbeiterkinder an der Universität. Auch ein ganz, ganz spannendes Buch, Die feinen Unterschiede. Auch da verwendet er diesen Ausdruck Somatisierung des Herrschaftsverhältnisses, also eine Verkörperung, eine Verleiblichung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen. Zurichtung, auch so ein Begriff, den er verwendet. Die Zurichtung unserer Körper als sogenannte männliche oder weibliche im Sprechen, im Auftreten, im Raum einnehmen, im Gefühle zeigen. Und einer seiner Schüler, der Jean-Claude Kaufmann, ein Theoretiker der Hausarbeit, französischer Theoretiker des Wäschewaschens interessanterweise, der schreibt ganz viel
Im Sinne von, in jeder Geste liegt die ganze Gesellschaft. Also diese Frage, die man sich oft stellt, warum ist es so selten, dass zum Beispiel Männer tatsächlich Wäsche waschen in einer Beziehung? Ja, sie haben es vielleicht vorher gemacht, wie sie allein gelebt haben, aber in einer Beziehung kaum. Jean-Claude Kaufmann erklärt sich das eben mit diesen inkorporierten Geschlechternormen. Er erklärt das, dass wir das sozusagen in Fleisch und Blut übergegangen haben, übernommen haben. Übergegangen ist, diese Gesten, dieses, ah, ich sehe, da braucht es was, ich greife hin, schmutzige Wäsche und übernehme das dann auch. Mental Load ist auch so ein Begriff, dieses eine denkt für alle an alles, dieses Planen, Überblick haben, organisieren, dran denken. Nicht nur das tun, sondern auch das dran denken. In der Beratung sagen Frauen oft, mein Mann hilft eh im Haushalt mit. Immer interessant, weil das ist jetzt irgendwie so eine kindliche Formulierung. Aha, der hilft mit. Ist das nicht ihr gemeinsamer Haushalt oder was ist da los? Weil eine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe würde ja wahrscheinlich formulieren, wir teilen uns unsere Sorgearbeit oder wir teilen uns die Kinderbetreuungs- und Pflegearbeit. Das wäre eine gleichberechtigte Beziehung auf Augenhöhe. Und Männer sagen dann gern, das ist auch interessant, aber du hättest mir doch nur sagen müssen, was ich zu tun habe. Dann hätte ich dir ja eh geholfen, kommt dann meistens wieder. Und es geht eben in einer Familie, in einem Haushalt nicht unbedingt darum, dass einer an alles denkt und dann bitte mach doch auch das, sondern dass beide die Verantwortung tragen. Jean-Claude Kaufmann nennt das sozusagen Widerstand gegen die Geschlechtergleichheit. Der liegt in der Familie, der liegt zu Hause bei den elementarsten Haushaltspraktiken. Und da sind beide beteiligt, beide Geschlechter natürlich, nicht immer nur eins. Insbesondere liegt dieser Widerstand gegen die Geschlechtergleichheit bei denjenigen Tätigkeiten, die am meisten Frauensache sind, beim Umgang mit der Wäsche. Die kleinsten Gesten gewinnen eine beträchtliche Dimension. Wohl in der Beratung geht es natürlich darum, genau das fragwürdig zu machen, was sonst selbstverständlich oder natürlich gesehen wird. Ja? Also auch wenn es anstrengend ist, dieses Vertraute in Frage zu stellen, weil wir noch keine neuen Modelle oft haben, ist es notwendig, das zu tun. Sogar Körperhaltungen, Mimik, Gestik, die Art des eigenen Sprechens kann man neu lernen, wenn man das will. Der Körper ist ein Komplize der Macht, sagt der Bourdieu. Also es ist ähnlich wie bei Foucault, nicht, dass man den Körper so viel befreien müsste, dass der sozusagen zu seinem Recht kommen sollte, sondern die andere Perspektive, der ist schon so diszipliniert, da sind schon alle Macht- und Herrschaftsstrategien drinnen. Und vielleicht noch zur Veranschaulichung ein Übungsfeld. Ich mache auch viel berufliche Laufbahnberatung für Frauen. Ein Übungsfeld ist da oft diese Frage, wie würden Sie denn das als Mann machen? Ein Vorstellungsgespräch, ein Bewerbungsthema oder auch eine Gehaltsverhandlung. Und meistens kommt dann so ein Strahlen in die Augen, ah ja, das fällt mir dann so und so ein, das würde ich schon ein bisschen anders machen. Ich würde meine Talente offensiver darstellen, ich würde meinen Lebenslauf anders darstellen. Ich wäre wahrscheinlich auch nicht so lange zu Hause geblieben. Ich hätte einen anderen Lebenslauf. Aber auch eben dieses selbstbestimmtere Verlangen von Geld von gerechter Bezahlung fällt üblicherweise leichter, wenn ich diese Geschlechternormen der weiblichen Bescheidenheit hinter mir lasse. Auch diese Beziehungspflege. Es ist ja leider nicht nur eine Annahme, sondern tatsächlich so, dass Frauen, die stark fordernd auftreten, nicht beliebt sind. Davon muss man sich auch verabschieden. Also es gibt interessante Studien, die besagen, wenn Frauen bei Bewerbungsgesprächen schon forscher auftreten, dann machen sie zwar Eindruck und werden oft auch als besser geeignet für einen Job befunden, als welche, die sehr bescheiden sich zeigen. Aber sie werden oft nicht genommen, weil man denkt, ja, in der Gruppendynamik im Team ist das dann doch schwierig, wenn eine Frau so fordernd auftritt. Da merkt man wieder diesen Double Standard, dass eben dieselben Verhaltensweisen oft unterschiedlich bewertet werden bei Männern und Frauen. Wenn ein Mann stark auftritt in einem Bewerbungsgespräch, nehme ich an, wird das als eben, ja, der will das wirklich, das ist positiv, der will da auch Karriere machen, gesehen und nicht als, ach, der ist aber jetzt fordernd aufgetreten oder zu stark. Jetzt eben Scham und Zorn und zur Konstruktion von Geschlecht durch unterschiedlichen Ausdruck von Gefühlen. Ich beziehe mich da jetzt auf die Phänomenologen,
die den Hermann Schmitz und die Hilde Landwehr, die viel zu Scham und Zorn als Gegensatzpaar gearbeitet haben. Einig sind sie sich, dass ich Scham empfinde, wenn ich unabsichtlich gegen eine Norm verstoßen habe. Das heißt, Scham spielt natürlich für die Reproduktion von Macht- und Herrschaftsverhältnissen eine zentrale Rolle. Und gerade in der Beschämung werden auch Geschlechternormen leiblich verankert. Diese werden dann eben als selbstverständlich, als natürlich erfahren und nicht mehr als fragwürdig und veränderbar. Die Botschaft ist dann, du hast gegen die Norm verstoßen, schäm dich. Das heißt, eine gewisse Verantwortungszuschreibung der Person, die sich schämt oder die beschämt wird. Du musst dich schämen, weil du dich falsch verhalten hast. Und diese Botschaft, diese Suggestion, da hast du was falsch gemacht, hat oft ein Vermeidungsverhalten zur Folge. Das heißt, das ist auch ein Disziplinierungsinstrument, eine Art innere Selbstzensur. Vielleicht komme ich gar nicht mehr auf die Idee, ich sage jetzt mal, laut herauszulachen in einem Vortrag, weil ich mal schon so beschämt wurde. Ja? Ich diszipliniere mich selbst und bemühe mich sehr, dieses Gefühl gar nicht mehr zu zeigen. Ganz grundsätzlich, was sehr bekannt ist, aber ich wiederhole es nochmal, weil es hierher gehört, Geschlecht ist ja nicht etwas, was wir einfach haben oder sind, sondern immer etwas, was wir auch tun. Also wir stellen ja miteinander Weiblichkeit und Männlichkeit beständig her, in der Interaktion miteinander, wie wir sitzen, stehen, gehen, den Raum einnehmen, wie wir sprechen, Kleidung, oft gibt es Bemalungen oder Frisur, technisches, natürlich aber auch in Tätigkeiten. Zum Beispiel, wer bleibt zu Hause bei den Kindern? Er, wer wäscht ihr die Wäsche? Das heißt, Geschlecht als Existenzweise, wie die Phänomenologen gern sagen, Geschlecht als Existenzweise umfasst eine Vielzahl an weiblichen und männlichen Denk-, Gefühls- und Handlungsweisen, Körperformen, Gesten und Sensibilitäten. Weiblich und männlich unter Anführungszeichen, weil es ja um die symbolische Komponente geht. Und auch in Beratungsprozessen wird natürlich Geschlecht, könnte man sagen, hergestellt. Im Erzählen drüber, im Sprechen drüber, in Selbstbeschreibungen. Und ich möchte eben im Folgenden noch über die Scham erzählen, die Frauen erleben, die durch ihren Partner oder Ex-Partner Gewalt erleben. Vorweg, ich gehe sicher nicht von einem unterschiedlichen Ausmaß an Aggression in Männern und Frauen aus. Das glaube ich einfach nicht und es gibt auch viele biologische Studien, die das sehr bezweifeln. Unterschiedlich ist aber, wie normativ das bewertet wird, wenn ein Mann wütend, eine Frau wütend und zornig wird oder ein Mann wütend und zornig wird. Wir werden sozialisiert, unsere Gefühle tendenziell unterschiedlich zu zeigen. Also man könnte sagen, in bestimmten Situationen sind von uns unterschiedliche Arten des Gefühlsausdrucks gefordert, wenn wir nicht als unmännlich oder unweiblich gelten wollen. Und natürlich, Rückblick auf dieses toxische Männlichkeitsideal, da wird ja dann schnell auch mal eben ein zu weicher Mann, zu freundlicher, warmer, bescheidener Mann als du Weichei, du schwuler Mann, du Schwuchtel, sonst was abgewertet. Also auch das ist natürlich, diese vorherrschende Männlichkeit soll ja unmännliche Männer ausgrenzen und beschämen, damit sozusagen dieses Männlichkeitskonstrukt aufrecht bleibt. Da merkt man auch, wie künstlich das ist natürlich, wenn das dauernd wiederhergestellt werden muss durch Beschämung von den Abweichungen. Und man merkt, wie viel mehr Freiheit es gäbe, wenn das nicht das Männlichkeitskonstrukt wäre, das immer noch wirkt. Die Phänomenologin Hilge Landwehr beschreibt die leiblichen Empfindungen von Scham und Zorn folgendermaßen. Scham wird als Verengung erlebt, Zorn hingegen als Weitung. Der Bewegungsimpuls bei der Scham ist ein sich ducken, schrumpfen und versinken. Im Zorn dagegen richtet sich der Bewegungsimpuls nach oben und außen. Er sprüht sozusagen nach allen Seiten, wie die Metaphern des Platzens oder aus der Haut fahrens nahelegen. Zorn aktiviert mit Durchsetzungs- und Dominanzanspruch. Scham macht eher passiv mit Beugungs- und Unterwerfungsneigung. Da haben wir wieder diese symbolischen Konnotationen. Scham ist eher weiblich konnotiert. Zorn als aggressiv nach außen gewendetes Gefühl dagegen symbolisch eher männlich. Und interessant, Zorn und Scham sind eben als einander leiblich entgegengesetzte Gefühle auch ineinander überführbar. Ob ich mit Zorn oder Scham auf eine Situation reagiere, hängt davon ab, ob ich mich als die Normübertreterin empfinde oder andere. Oder wenn ich die Norm nicht anerkenne, dann schäme ich mich gar nicht, weil dann finde ich das ja eine angemessene Aktion. Und
Zu glauben, wer ist im Unrecht, wer hat den Normverstoß begangen, hängt eben immer wieder auch davon ab, was die je spezifische Geschlechterordnung für Frauen und Männer vorsieht. Darf sich eine Frau als verletzungsmächtig zeigen, ohne unweiblich zu wirken? Darf sich ein Mann als verletzlich zeigen, ohne unmännlich bewertet zu werden? In der Beratung berichten viele Frauen, die Gewalt durch ihren Partner erlebt haben, von einer Art Erstarrung, einem sich nicht wehren können, sich nicht rühren können, sich nicht mal schreien können. Eine Art Globusgefühl nennt man das dann. Die Frauen nennen es nicht so, aber wir nennen es in der Forschung so. Eine Art Verengung im Halsbereich, die mir nicht möglich macht, eben laut zu schreien, geschweige denn Hilfe zu holen. Oft tragen sie die Telefonnummer der Beratungsstelle jahrelang mit sich herum, bis sie den Mut finden, einen Termin zu vereinbaren. Und viele wollen überhaupt nicht kommen und sprechen, sondern die wollen schreiben. Auch nochmal eine ganz, ganz wichtige Facette unserer Online-Beratung. Das ist eine schriftliche Online-Beratung, anonym möglich. Sie ist sehr, sehr viel genützt von Menschen, die mit Scham besetzten Themen zu tun haben. Und da ist Gewalt natürlich ganz oben in der Reihe. Man merkt eben, auch da werden diese inkorporierten Geschlechternormen deutlich. Im nicht sprechen, nicht schreien können, sich nicht wehren können, nicht bewegen können, erstarren. Und die Schilderungen der Gewalt, die Frauen erlebt haben, beinhalten neben dieser Scham auch die verspürte Unfähigkeit, selbst zornig zu werden. Dem Zorn dessen, der sie angreift, ebenfalls mit Zorn über diese Grenzüberschreitung entgegenzutreten. Sehr, sehr häufig geben sich geschlagene Frauen selbst die Schuld an den Übergriffen und reagieren sozusagen stellvertretend für den Angreifer mit Scham auf die Verletzung, die ihnen zugefügt wurde. Auch das finde ich ein sehr, sehr interessantes Phänomen, warum diese Scham sozusagen den Besitzer wechselt. Was wirklich fast alle Frauen, die zum Erstgespräch kommen mit diesem Thema, schämen sich enorm dafür, dass sie das erlebt haben. Erst nach langen Prozessen der Reflexion und des Gefühlesortierens, sagen Sie dann, ja stimmt, wieso schäme eigentlich ich mich? Ich habe nicht geschlagen, sondern ich wurde geschlagen und ich will diese Scham nicht mehr. Vielleicht noch ein Zitat von der Laurie Penny aus Unsagbare Dinge zum Thema Tabu. Laurie Penny, die englische Soziologin, meint, wie jede unterdrückte Klasse lernen Frauen, den eigenen Zorn zu fürchten. Unser Zorn ist furchterregend und das hat seinen Grund. Wir wissen, wenn er sich je Bahn brechen sollte, werden wir womöglich verletzt oder schlimmer noch verlassen. Ein zuverlässiges Maß für soziale Privilegiertheit ist, wie viel Zorn man äußern kann, ohne einen Rauswurf, Verhaftung oder soziale Ächtung fürchten zu müssen. Deshalb schlucken wir unseren Zorn hinunter, bis er wie verdorbenes Essen in uns gärt und uns krank machen. Da spricht Laurie Penny an, die wirklich sehr, sehr deutliche unterschiedliche Diagnostik, dass eben dieses Zorn runterschlucken, bis er krank macht, dieses gegen sich wenden der Aggression, tatsächlich in Depressionen, in psychogenen Schmerzen, selbstverletzenden Verhalten, Essstörungen sehr, sehr, sehr viel häufiger bei Frauen als bei Männern vorkommt, bei Mädchen als bei Burschen. Also Depression gilt tatsächlich in manchen Publikationen als die weibliche Krankheit, die weiblich sozialisierte Krankheit. Und nicht, weil Männer das nicht wären, sondern weil es bei denen auch viel seltener diagnostiziert wird. Es ist nicht dem Männlichkeitsbild entsprechend, dem Weiblichkeitsbild anscheinend leider schon. Auch extrem viel mehr an Antidepressiva und Beruhigungsmittel, die Frauen verschrieben wird. In einer Altersgruppe ist es sogar fünfmal so viel, in einer relativ jungen Altersgruppe. Das ändert sich gerade, glaube ich, weil auch jetzt junge Burschen sehr, sehr viel Psychopharmaka verschrieben bekommen. Aber sicher auch nicht die Wunschrichtung, klar, dass dann alle medikamentös eingestellt werden. Genau, aber man könnte jetzt ein bisschen polemisch, werde ich vielleicht jetzt, ein Ziel für Frauen könnte sein, aus dem vorher Gesagten, dass sie den eigenen Zorn eben nicht mehr fürchten, sondern mehr zur Selbstbehauptung nützen. Also den Zorn gegen ungerechte Behandlung mehr zulassen, nicht immer wieder hinunterzuschlucken und in Form von Depressionen, Ängsten oder Essstörungen gegen sich selbst zu wenden, sondern zum Ausdruck bringen und versuchen, was konstruktiv damit zu machen. Und in der Beratung geht es eben um das Infragestellen dieser Norm, die Frauen Scham gebietet und Zorn verbietet.
Der leiblichen Ebene kann da ganz konkret mit der Körperhaltung, der Mimik, der Gestik, der Art aufzutreten und zu sprechen gearbeitet werden. Zum Beispiel kann dann die Frau eine Szene spielen, wie sie umgeht mit einem Partner. Und man könnte sie fragen, interessant, Sie lächeln dauernd. Sie haben doch erzählt, Sie haben in dieser Szene Angst. Ja, stimmt, aber ich möchte ja eben was beruhigen. Ich möchte ja Unbedrohlichkeit signalisieren. Okay, versuchen Sie es doch mal eben nicht zu lächeln und nicht Unbedrohlichkeit zu signalisieren. Sehr polemisch und überspitzt gesagt, nicht sich als Opfer anzubieten. Würde ich so nie zu den Frauen sagen, sage ich nur hier. Aber sich sozusagen nicht schwach zu zeigen oder ganz friedfertig, sondern auch wirklich von der Haltung her, als jetzt bin ich aber nicht diejenige, die ganz immer unbedrohlich bleibt. Probieren Sie das mal aus. Und allein dieses Ausprobieren und Üben macht ja vielleicht schon eine Veränderung aus. Die Psychotherapeutin Brigitte Schiel spricht von der androgynen Nachsozialisation. Ich finde das einen recht schönen Ausdruck, dieses androgyne Nachsozialisieren, also nachlernen, nachüben von den jeweils gegengeschlechtlichen Verhaltens- und Ausdrucksweisen. Also genau das, dass Mädchen und Frauen eben ein bisschen im Nachhinein lernen würden, ich darf auch mal Zorn ausdrücken, ich darf mich auch ordentlich breitbeinig hinstellen und laut schreien und dass Burschen und Männer vielleicht nachsozialisieren, nachlernen, ja, es ist kein Drama, wenn ich meine Gefühle zeige, meine Bedürftigkeit, meine Verletzlichkeit, meine Trauer äußere. Ist natürlich in beiden Fällen von gesellschaftlichen Sanktionen immer wieder mal betroffen. Also wenn ich in einer Gruppe bin, die sehr rigide Geschlechternormen hat, werde ich mir damit Entwertung oder sogar Verachtung einhandeln. Aber gemeinsam dran zu bleiben an dieser Veränderung halte ich für sehr sinnvoll. Und insgesamt ist es einfach ganz klar eine Erweiterung vom Handlungs- und Ausdrucksrepertoire, wenn ich menschlich agieren kann, nicht nur meiner Geschlechterrolle entsprechend. Also zum Beispiel auch bei Frauen ein sehr klares, direktes Nein, ohne relativierende Verpackung, damit sie nicht kränken, nicht vor den Kopf stoßen oder gleich vielleicht ins Vielleicht münden, vielleicht übernehme ich es doch, ohne Entschuldigung oder Rechtfertigen. Und bei Männern zum Beispiel eben, das hat mich verletzt, ich bin traurig. Da kann man jetzt was damit anfangen. Und ich teile mit der Psychotherapeutin Brigitte Schiegel, die diesen Ausdruck entwickelt hat, die Überzeugung, dass eben nicht geschlechterrollenkonformes Verhalten sehr gesundheitsförderlich ist. Für beide Geschlechter, für alle Geschlechter. Ja, und vielleicht mündet das ja auch in politische Arbeit. Bin gespannt, wo uns die Diskussion hinführt, weil natürlich Zorn, Wut immer auch was sehr Politisches hat. Zorn auf ungerechte Verhältnisse, auf ungerechte Ressourcenverteilung. All das kann zornig machen, soll vielleicht auch zornig machen, könnte auch ein Anlass sein, dieses Thema weiterzudenken. Ich komme jetzt auch zum Schluss, möchte noch einen kurzen Ausblick geben. Dieser Ausblick wäre dann eben vielleicht, die politischen Aspekte von Zorn weiterzudenken. Wie könnten wir das konstruktiv nutzen? Und wollte eine kleine Werbung für die österreichische Armutskonferenz machen, bei der ja katholische Frauenbewegung sehr aktiv ist auch. Ich werde da am 25. Mai über den Zusammenhang von Geld, Macht und Gewalt sprechen. Und wir werden dort sicher auch in dieser Arbeitsgruppe Forderungen, politische Forderungen formulieren, zum Beispiel an Vermögen mehr zu untersuchen in Österreich, Vermögen mehr zu besteuern, Vermögen besser zu verteilen, Ressourcen besser zu verteilen. Und das könnte man vielleicht so fassen, dass Feminismus manchmal auch darin besteht, Nein zu unzumutbaren Bedingungen zu sagen, anstatt alles eben immer zu stützen und mitzutragen und zu verstehen. Das wäre ein bisschen ein offensiveres feministisches Handeln. Sabine Haag, eine Feministin aus Berlin, hat schon 2013 in ihrem Sammelband geschrieben, feministische Theorie heute bedeutet ganz wesentlich auch Nein zu sagen. Nein zu sagen zu unzumutbaren Verhältnissen. Dieses Nein sagen kann Kräfte freisetzen und es taucht das Motiv dieser möglichen Verweigerung eben auf. Sie bringt das Beispiel des Streiks. Streik über Herkunftsgrenzen, Altersgrenzen hinweg, Streik bei der Versorgungsarbeit statt dieses dauernde zur Verfügung stehen. Klatschen ist zu wenig. Das haben nicht nur Sabine Haag hat das in Kommentaren geschrieben, anlässlich der unglaublichen Belastung von Pflegekräften in der Covid-Krise.
Ich teile auch mit Sabine Haag diese Annahme, dass das ein großes Potenzial hat, dieses Streikpotenzial im Verweigern von unzumutbaren Bedingungen, im Verweigern von vielleicht auch mal Versorgungsarbeit. Ist eine Gratwanderung oft, weil in der Verweigerung dieser Versorgungsarbeit immer auch Menschen leiden könnten. Und das wollen die allermeisten, die versorgen, nicht riskieren. Auch eine sehr positive Sache. Aber politisch wäre es ein enormes Potenzial, wenn zum Beispiel alle Putzkräfte mal tatsächlich streiken, da wäre was los. Komme ich wirklich zum Schluss. Beratung soll eben keine bloße Reparaturwerkstätte oder Fürsorgestation sein, sondern sie soll auch Kritikentwürfe und Gegenentwürfe bieten. Und Ziel unserer Beratungsarbeit bei Frauen beraten Frauen ist nicht die bloße Symptombeseitigung oder das bloße Funktionieren im bestehenden System, sondern die Erweiterung von Lebens- und Handlungsmöglichkeiten. Und das tatsächlich für alle Geschlechter. So können die traditionellen Schrumpfformen von Weiblichkeit und Männlichkeit erweitert werden, lebendiger und vielfältiger gestaltet werden. Das kann eben Beratung mithelfen zu leisten. Weil in der Beratung können wir Reflexionsräume im Alltagsleben von Frauen und Männern eröffnen und sie dabei unterstützen, ein nicht reduziertes Menschenbild zu realisieren. Damit wir eben ganze Menschen sein können, ohne diese Reduktion auf das Entweder-Oder, ohne Spaltung in angeblich männliche, weibliche Verhaltensweisen. Die ganze Menschlichkeit leben. Ich glaube, das wäre wirklich ein gutes Ziel. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.